YouTube, ihr da draußen habt gesagt, yo Keys, mach doch mal ein bisschen mehr mit Dinos. Hau doch mal die großen fetten Dino-Singleplayer-Games raus für uns. Es gibt ja so viele, ich kann unzählige aufzählen, also mach mal Junge, mach mal. Nun, es gibt leider nicht sonderlich viele, aber es gibt noch ein weiteres Fossil Fuel Game, nämlich Teil 1, den ich nie gespielt habe. Ich bin direkt in Teil 2 hineingesprungen. Ob das intelligent war, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Einige sagen ja, einige sagen nein. Was sagst du da draußen, ja oder nein? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. War es intelligent, zuerst Teil 2 zu spielen und jetzt im Nachhinein erst Teil 1 zu spielen? Für mich persönlich klingt es nicht sonderlich intelligent. Es klingt eigentlich falsch, wenn man es genau nimmt. Deswegen spielen wir heute gemeinsam Teil 1 durch. Natürlich auch dieses Spiel wieder komplett in ein Video gepresst. Wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr weiterhin solche Top-Notch-Games in XXL-Formaten hier auf YouTube genießen wollt, dann auf jeden Fall bewerten und kommentieren mit dem Hashtag genial? Wir wissen ja nicht, ob schlau war. Das beantwortet die Community. Aber eins wissen wir, und zwar, dass wir jetzt ein neues Spiel starten. In 2025, the Sierra Research Institute made a major genetic breakthrough by cloning two extinct animals, the Samaritan rhino and dodo bird. As the financial benefits grew, a massive underground facility was constructed to house a new trillion-dollar initiative. To bring back extinct dinosaurs. Warum sind diese Einrichtungen eigentlich immer unter der Erde, ne? Die sind immer tief, tief, tief unter der Erde. Jo, moin, willkommen. Bla 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 bla. Okay, ich habe Teil 2 gespielt. Ich bin ein wissender Mann, würde ich mal behaupten. Alter, hier gibt's Getränke. Ist jetzt schon das bessere Spiel. Was genau holt er denn hier raus? Das ist doch gar nicht drin, oder? Nee, guck mal, hier oben gibt's Wasser, hier irgendwelche Energy Drinks von YouTubern, dann isotonische Getränke für Sportler, die auch YouTuber sind, nochmal Energy Drinks, nochmal Wasser, nochmal Iso-Getränke. Aber ich ziehe da was völlig anderes. Irgend so ein komisches Bier oder sowas. Was ist das? Huh. Gut. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Okay. Warum werde ich jetzt hier vergast? Warum bekomme ich jetzt irgend so ein Tripgas verabreicht? Hey, welcome to the pit, brother. Running a little later, aren't you? The director has called a big meeting and it's already started. Well, get your stuff from that cubby over there and I'll get the security door unlocked for you. Okay, ich bin anscheinend kein Soldat, sondern irgendein gewöhnlicher Arbeiter. Was ist das denn hier? Eine Leuchte? Bisschen Dino-Cash? Guten Morgen. Bla 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 bla. Nein, es gibt leider keine deutsche Sprachausgabe, auch keine deutschen Untertitel. Das Ding ist wieder von einer Person entwickelt worden, wie der zweite Teil. Also auch hier nur eine Person, ne? Und der zweite Teil, den fanden ja sehr, sehr viele Menschen da draußen erstaunlicherweise sehr gut. Ich habe ja gesagt, das wird Dino-Trash. Aber die Leute so, ey, Keys, das ist kein Trash. Hey, hör mal auf, das Spiel hier zu beleidigen, Keys.
Ist absolut kein Trash. Volles geile Game. So, ich kann aber trotzdem meine Taschenlampe noch nicht anmachen. Ich habe die Taschenlampentasten gedrückt, aber... Ja, und Sierra kennen wir schon. Die Sierra-Forschungsstation. Das ist jetzt quasi the beginning, ja. Wieso die ganze Anlage so abgefuckt am Ende war. Oh boy, das ist ganz schön schnell eskaliert. Auch hier kann ich speichern. Und diesmal kann ich einfach so speichern. Ich brauche keine USB-Sticks. Aber ich kann immer noch kein Licht anmachen. Also, über Licht würde ich mich mehr freuen. Ich brauche eine blaue Keycard. Alles klar, wir sollen hier hin. Ich muss sagen, die Grafik ist schon recht schnieke, ne, für so ein kleines Indie-Game von einem Kollegen. Ein Schneidebrett. Wahnsinn. Den hat's zerlegt, aber das ist die gelbe Keycard. Wir suchen doch die blaue. Kommt jetzt so eine Raptoren-Kantinen-Szene. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, okay? Ich dachte nur an Jurassic Park. Ist natürlich blind. Ich habe mir davor die Augen ausgestochen. Ganz brav und anständig, wie sie es gehört. Oh, Kacke. Ich soll mich hier drüben verstecken. Okay, der frisst hier Jimmy. Der heute seinen ersten Tag hat. Tut mir leid, Jimmy. Aber deine Frau bekommt einen Obstkorb. Und eine Karte mit "Es tut uns leid. Ihr Jimmy ist leider verstorben. Dino-Zwischenfall, aber hey, es tut uns leid, okay? Viel Glück beim nächsten Mal." So, der erste Kontakt mit Dinos. Ich denke aber, der zweite Teil ist der stärkere. Glaube ich zumindest. Aber wie gesagt, wir lassen uns mal überraschen. Wir brauchen Strom. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Oh Gott, ich bin sowas von tot, oder? Ab in die Flammen! Alles klar, ich bin sowas von tot. Moment, wo bin ich jetzt? Habe ich die Card? Habe ich nicht. Okay, das heißt, wir müssen nochmal hier hin, uns nochmal da drüben verstecken. So, Jimmys Keycard. Das war definitiv ein Paarungsruf. Na komm schon, Alter, geh weg. Ey, beim ersten Mal war der so schnell am alten Jimmy dran, ne? Bon Appetit. Was ist das denn? Eine Schüssel? Krass. Tja, man lernt eben doch nie aus, ne? So, jetzt definitiv hier durch. Okay, da waren Flammen. Ich glaube, da geht's allgemein nicht weiter. Oh, Dino Cash. Okay, hier baue ich einen Schlüssel. Was ist das hier? Eine leere Spritze.
Nochmal Dino Cash. Oh. Okay, das ist was, womit ich mir Heilung spritzen kann. Okay, hat sich gelohnt, hier nochmal reinzugehen. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Safe Room. Aber beim letzten Mal sind wir hierhin. Das scheint der Ausgang zu sein. Boah, Kacke! Friss mich bitte nicht! Oh mein Gott! No! Alter, komm schon! Ey, das ist eine richtig räudige Stelle. Oh, aus irgendeinem Grund lande ich hier. Moment mal, jetzt habe ich hier einen Bolt Cutter. Aha! Das Spiel hat mich wahrscheinlich an die Hand genommen, weil sie sich gedacht haben, Gott, wie doof ist der Typ. Okay, das kennen wir auch schon aus dem zweiten Teil. Ersten Teil will ich irgendwie mal sagen. Warte mal. Ah. Alright. Und das mal jetzt hier hin. Und ist das dann auf der 1? Mein Inventar ist auf jeden Fall sehr limitiert. Ja, ist auf der 1 und ich habe auch ganz gut Munition. So, Mr. Raptor. Ich habe Munition. Ich habe jede Menge Drogen. Ich will mal frech behaupten, ich bin bereit für den Fight. Scheiße, die halten echt mehr aus. Und haben noch mehr Anfälle als im zweiten Teil. Okay. Hier war einer, ne? Verflucht! Boah, ich wäre fast draufgegangen. Ich brauch das hier. Und jetzt rein damit. Okay, ich brauche immer eine Spritze. Einwegspritzen. Verdammt. Boah. Wer ballert hier? This is head of security, Lieutenant Finley. Freund oder Feind? Ich brauche einen Schlüssel. Habe ich nicht. Noch nicht. Boah, kaum hat man eine Taschenlampe, wird man blind in dem Game, ne? Kaputtes Telefon. E drücken, um zu interagieren. Klappt nicht. Oh. Die hat jetzt aber mitgenommen, oder? Ja. Speicher. Speicher so viel, wie du kannst. Okay, hier ist also noch irgendeine Schatulle, die noch vielleicht irgendwann wichtig ist für uns. Das ist das Problem an diesen hochpolierten Grafiken, ne? Alles ist gefühlt verchromt und blendet dir die Sehstärke weg. Okay, der ist hier durchgebrochen. Was war das? Wo war denn jetzt die blaue Tür? Wir bauen immer noch Strom. Wir bauen immer noch Strom, Freunde. Hier bin ich, glaube ich, rum wegen der Kiste, ne? Ja, aber irgendwie ist die auch weg. Die blaue Keycard hier drüben. Strom. Oh Gott! Alter, mein Herz. What is going on? Das Gehirn ist Matsch, aber die Füßchen, die strampeln noch weiter. Toiletten. Der ewige Feind. Okay, die Jumpscares sind also auch wieder drin. I
alles klar, ich bin einfach reingeblumst und jetzt bin ich in irgendeiner Höhle drin. Ich bin nicht geheilt. Aber ich bekomme... Yes, komm zu Daddy. Geil. Oh, nice. Ich habe einen dicken, fetten Rucksack. Ich überlege, soll ich die Spritze verwenden? Okay, ich hoffe, die Shotgun hier, die kann was. You are currently in the subterranean biodome. This complex system of caves are both natural and man-made. The biodome is completely self-sufficient, a 100-acre underground preserve where a Jurassic habitat has been recreated in painstaking detail to fit the needs of our highly valuable prehistoric guests. Okay, das ist teils natürlich, teils menschengemacht und ich brauche noch Code, um da reinzukommen. Ah, hier komme ich nicht durch. Muss ich wieder hoch? Bahne dir deinen Weg durch den Biodome, ist meine Mission. Hey, Kumpel. Du hast nicht zufällig irgendwie Informationen für mich. Hier hat nicht jemand vielleicht den Code an die Wand geschmiert? Handabdruck. Ich weiß nicht, ob wir nochmal hoch können. Doch, wir können nochmal hoch anscheinend, ne? Aber was sollen wir hier oben, ne? Hier ist ja nichts für Strom gewesen. Lass nochmal runtergehen. Einfach runterfallen. Einfach runterfallen. Steht irgendwas hier drin? Ich glaube, ich muss sie gut durchlesen. Ja, ja, die Hinweise sind super wichtig. 5566. Welcome. Alright. Was haben die hier nochmal erschaffen? Irgendwie ein Dodo, ne? So fing alles an mit einem Drecks-Dodo. What? Alter, was? Wie bin ich jetzt gestorben? Ich wurde zerfetzt. Wo ist denn gespeichert? Hier. Okay. 5566. Welcome. Ich muss vorsichtig sein. Da drin gibt's nicht nur nette Dodos. Das ist doch kein Raptor, das ist doch irgend so ein... Das Vieh, was sie am Anfang gesagt haben. Name entfallen. Bam! In dein Raptorengesicht. Aber hier gibt's noch mehr als einen. Du hältst halt gar nichts aus, ne? Du wirst so easy von denen zerfressen. Holy moly. Können wir das sein lassen? Ha! Oh, 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 Alter! Und ich freue mich noch, dass sie da irgendwie abgedriftet sind, die beiden. Und dann zerfleischen die mich. Es wird nicht easy. Es wird nicht easy. Welcome. Aber die Shotgun haut gut rein. Ein Schuss und so ein Raptor ist tot. Ja, verzieh dich. Du willst nicht wissen, was hier gleich passiert. Das ist eine sehr hässliche Angelegenheit. So, der hier. Hut. Hm. Hut. Huh. Hut. Hut. Huh. Okay, was ist das denn hier? Eine mit Schalldämpfer? Okay. Wieso auch immer?
Moment. Na, ich will die gar nicht nachladen. Ich will das Baby jetzt haben. Jetzt habe ich die zwei eben erwischt, aber da gibt es ja noch mehr. Der Typ macht aber auch viele Waffen rein, ne? Irgendwie auch so ein bisschen unnötig viel. Aber hey, ich will mich nicht beschweren. Denn, wie meine Großmutter schon immer gesagt hat, es gibt nie zu viele Ballermänner. Boah, wann gibt's hier wieder ein Automat? Oder sowas wie ein Safe Room? Ich meine, ich sammle Geld ein. Aber ich kann keine Fotos machen. Renn mit 1000 Dino-Dollar rum. Ich habe gespeichert. Paddock B. Und hier drüben ist C. Ich brauche wieder hier ein Passwort. Was habe ich hier? Nichts. Oh, warte mal, C ist offen. Okay, Mr. Stegu. Wer ist das da vorne? Du bist cool, oder? Was ist das? Ist das eine Kröte? Okay. Ey, ihr habt's gesehen, die hat mich bedroht. Ich will ja nichts tun. Offenbar, da rennt noch einer rum. Majestätische Kreaturen, die nie das Sonnenlicht sehen. Was haben sie den Dinos hier unten nur angetan? Haben die Dinos dieses Schicksal verdient? Ich glaube nicht. Oh, ich bin voll. Keine Ahnung, kann ich das... Nee. Kann ich das hier wegwerfen? Für was brauche ich zwei Shotguns? Boah, das kann man alles nicht stapeln. ...1877 in Colorado. ...1877 könnte das vielleicht wichtig sein für mein Vorankommen. Warte. 34. Aber da fehlt ja was. 34. Trau mich nicht ins Wasser zu gehen. Die Suppe sieht auch irgendwie tief aus. Ich habe Angst, dass andere Kröten da drin existieren und mich vielleicht zu Tode lecken wollen. Bitte leckt mich nicht zu Tode. Nee, hier ist nichts. Voll die Turok-Musik. Oh, wow, wow, warum wird es auf einmal so dunkel? Okay, 34. Ja, aber es wäre ätzend, wenn ich den Rest erraten müsste. Wenn es überhaupt für da drüben ist. Das ist der nächste Punkt. Wunderschöne Kreaturen, diese... Was zum Geier? Du bist nicht wunderschön. What the... What? Was haben sie denn hier für Viecher noch gezüchtet? Okay, vielleicht gibt es hier die andere Hälfte. Es sah ja aus nach den hinteren Zahlen. 34, also... Oh nee, Jump'n'Run. Wir alle wissen, wie gut das funktioniert hat im zweiten Teil. Aber mittlerweile ist mein Gehirn auf Trash irgendwie eingestellt und deswegen kann ich sowas. 29, 34. Ich bin voll geheilt. Ich kann mir also nicht mal irgendwas von dem leckeren Saft in meinen Körper spritzen. Wow, okay. Was ist denn da unten, wenn ich runterfall? Wahrscheinlich Fallschaden, tot. Oh, nö. Hey, hey. Oh, Gott.
Ich finde es faszinierend, dass es dafür einen Markt gibt. Ne? Es gibt Leute, die sagen, ey, ich guck Dino Trash nur bei Onkel Kies. Der macht das. 2934, 2934. Welcome. Welcome. Ich guck mir sowas nur bei Onkel Kies an. Ja, ich hätte wirklich. Na gut, dann schmeiße ich das hier weg. Und das hier mit. Oh nein. Eine Titanoboa. Und die ist auch noch richtig aggressiv. Ah, wisst ihr Bescheid, wem ich jetzt gleich hier ordentlich auf die Nase geben darf? Das Problem ist, ich brauche die Spritzen. Na? Oh, Gegengift sollte ich vielleicht auch eins mitnehmen. Wäre vielleicht auch gar nicht mal so doof, ne? Eine riesige Schlange im Wasser. Kindheitstraum. Ey, du bist zugekackt mit Munition. Leider ist mein Inventar sehr, sehr limitiert. Boah, geil. Ja, gut, der hat schon ein paar coole Viecher reingemacht. Allgemein finde ich so Spiele mit Viechern immer sexy. Ich meine, wo kriegst du sowas heutzutage noch geboten? Ich wünschte, es gäbe mal wieder so richtig geile, leicht trashige Dino-Games. Kennt ihr noch Deadly Creatures? Habe ich auch damals let's played. Das war ein Wii-Game. Wo man Skorpione und Schlangen und sowas gespielt hat und Echsen. Das war auch cool, weißt du, wo einfach mal... Ja. das Geräusch. Wo einfach mal wieder ein paar coole Viecher drin sind. Das kriegst du heute gar nicht mehr geboten. Coole Viecher-Action. Sowas ist eine richtige Rarität. Du kriegst halt immer nur denselben Horror serviert, irgendwo in einem Korridor rumschlendern. Hier und da springt meine Oma mit ihren alten Eutern um die Ecke und sagt Buhu. Jeder schreit ja und alle sind zufrieden. Aber wer traut sich denn noch sowas zu machen? Und allein deswegen verdient derjenige meinen Respekt. Deswegen sage ich, yep, geiler Typ. Schnauze. Es ist halt wirklich nicht Standard. Und sind wir mal ehrlich. Okay, ich brauche eine rote. Was willst du auch als eine Person so alles jetzt aus dem Hütchen zaubern? Wir wissen ja auch gar nicht, was derjenige für eine Erfahrung besitzt. Och, das braucht wirklich Inventar. Na gut, Gegengift hau ich mal raus. Ah, es braucht wirklich Inventarplatz. Also der ist doch garantiert nicht mehr ganz frisch. Oh, das brauche ich auch. Warte, wenn ich jetzt die Karte hier verwende, ist die dann weg? Ja, ich brauchte die nur für diese Tür hier drüben. Es war ja eigentlich auch mal ein Multiplayer-Game. Nur der hat den Multiplayer rausgenommen, weil er gesagt hat, yo, das hat einfach absolut niemand im Mehrspieler gespielt. Das hat im Mehrspieler einfach niemanden gejuckt, das Game. Und das kann ich ganz gut nachvollziehen, weil wir wissen ja, wie schwer es ist, ein Videospiel im Multiplayer am Leben zu halten. Dass die Leute wirklich sagen können, ey, hier kann man PvP zocken. Da hat er gesagt, nö, ich mach nur noch Singleplayer. Multiplayer fliegt komplett raus, kann man auch nicht mehr spielen. Sorry. Oh yes, jetzt kann ich auch diese kleine Schatulle öffnen. Armory. Das fliegt komplett raus, will niemand haben. Und ich mach Singleplayer. Da hat er sich im zweiten Teil mit all seinen Ressourcen komplett auf den Singleplayer gestürzt und ja, kam ja gut an. Alter, nice.
Der alte zuverlässige Revolver von Großvater. Der hat damit schon die Dinos erschossen. Als die Dinger noch nicht ausgestorben waren. So, wo war denn Armory? Hier. Kann ich mal wieder eine Inventarerweiterung haben? Explosives. Muss man die selber basteln? What the heck? Der Homo erectus gab's auch schon im ersten? Jetzt habe ich ein Problem. Ich hoffe, der kann hier nicht rein. Also man merkt, der zweite ist schon besser, weil er einfach, ja, was gelernt hat anscheinend. Alter. Alright, okay. Hat meine ganze Shotgun-Muni gefressen. Ja, ich... Von was soll ich mich trennen? Von der Heilung. Von der Spritze erstmal. Ein Blaster. Den ziehen wir mal hier hin. Ich habe aber keine Blaster-Munition. Ach, der wirkt... Der nimmt 9 mm. Hm, was nimmt der hier? A44. Habe ich schon gar nicht. Na gut. Dann gehen wir mal zum Aufzug. So, der Erectus, den gab es schon im ersten. Very, very interesting. Wo ist der Aufzug? War der hier? Warte mal, da war ich auch noch nicht, oder? Moment. Doch, hier war ich. Hier war ich. Aufzug, yes. Hier war ich. Das war einfach nur... Der Raum mit dem kleinen Schlüssel und der Red Keycard. Nur die Tür, die habe ich wahrscheinlich nicht gesehen. Und die ging auf mit dem Strom. Oh, ich habe ein ungutes Gefühl hier drin. 80er Jahre Synthesizer Musik. Dinos. Homo Erectus Maximalus. Wir alle wissen, sowas endet böse. Stop, you kid. Nochmal nachgeschossen, um auf Nummer sicher zu gehen, weil man nie weiß. Okay, hier komme ich nicht hoch. Leider habe ich keine Spinnenfähigkeiten. Noch nicht. Vielleicht kommen die ja noch, wer weiß das schon. Die Shotgun ist halt echt heftig. Den haben sie ganz schön ausgesaugt, ne? Da ist ja nur noch der Anzug übrig. Yes, ma'am. First Aid. Okay, die haben irgendein Vieh da oben pissy gemacht. Das hier kommt weg, das hier kommt mit. Ja, wäre cool, aber was gebe ich dafür auf, ist die Frage. Die Granate? Die Granate könnte halt sowas wie mein Joker sein, ne? Will die Granate nicht aufgeben. Was ist denn jetzt hier mit der Leiter los? Kann man das hier zerlegen? Ach. Ach. Hm. Da gibt's ja noch mehr Zeug. Ich glaube, auch das hat er... dann geändert, weil ich gedacht habe, yo, ich habe die Leute so mit Kram zugekackt.
Diesmal gebe ich denen weniger. Also hätte ich auch noch Platz sparen können, aber jetzt verbrenne ich das Ding auch. Alright, ich überlege, ob ich die Standardpistole loswerden soll. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, wann verwende ich die noch? Ich habe die Shotgun, ich habe hier das Baby. Also, wann werde ich das jemals verwenden? Dann doch lieber die hier. Und dann sollte ich doch lieber ein bisschen 44er Munition mitnehmen. Weil... ist das 12. Da habe ich noch ein bisschen was in Reserve, weil ich denke, der alte Zuverlässige, der wird ordentlich reinschmeckeln. Okay, hier ist noch ein bisschen Dino-Cash immer dabei, wo ich auch noch keine Möglichkeit gefunden habe, das auszugeben. Aber vielleicht kann man es auch gar nicht ausgeben. Und es ist irgendwas, wo man hätte nach dem Spiel verwenden können. Oder vielleicht sogar was rausgeflogen ist. Was? Jetzt soll ich zurück zum Return to the Elevator. Okay. Guck mal, das ist doch Gewehrmunition. Gewehr habe ich aber noch gar nicht gefunden. Alter, was bist du denn für einer? Bam! Die Königin! Okay, das Baby macht Turbo-Damage. Naja. Die Königin kackt. Kleine Viecher, die auf einmal mehr aushalten, wieso auch immer. Der Shotgun ist immer noch King. Wow. Bam. Die Shotgun ist einfach geil. Hast du nicht gesehen, was ich mit deiner Mama angestellt habe? An deiner Stelle würde ich lieber mal mich verpissen. Okay, ist hier oben noch irgendwas Spannendes? Von wo bin ich denn gekommen? Von hier. Die war nicht schlecht. Die war komplett für'n Arsch eigentlich, ne? Ich habe auch gar keine mehr. Null. Moment. Aber wenn ich gar keine mehr habe, warum habe ich dann immer noch... Ist es nur ein Placeholder dann oder... Null von null. Was? Wie jetzt? Du lebst wieder? Eindeutig gekillt. Dich und deine Brut. Komm mal hier rüber. Das war ein Schlag in die Fresse. Hier ist noch was zum Sprengen. Muni. Oh nee, nee, wo bin ich jetzt? Wo lande ich? Ach nee, bin ich jetzt wieder ganz am Anfang? Wie sieht's aus? Oh nein, ich muss jetzt... Okay.
Okay, warte mal, wir sortieren mal ganz kurz. Ah, jetzt muss ich hier nochmal killen, die alte Troller. Deswegen gab es hier so viel geilen Scheiß. Wegen der Troller. Na gut, dann gehen wir da nochmal richtig Nougat. Wie kann es zwei Königinnen geben? Ich jumpe rein. Hab das Stock. Wo ist die Leiter? Hier. Shotgun ist auf jeden Fall immer noch King. Shotgun ist eh in jedem Spiel King. Du kannst halt mit einer Shotgun nie was verkehrt machen. So, moin Mutti. Aber interessant, dass sie mich gekillt hat, ne? Die Sprengung meine ich, und nicht sie. Guck mal, wie viel die Shotgun immer noch abzieht. Du kannst halt richtig reinrödeln. Shotgun, und wie schnell die nachlädt. Shotgun ist Liebe. So. Durch. Hey, so, here we go again. Naja. Da war der schon deutlich geiler. Naja. Im Vergleich zu dem, was die Shotgun macht. So, Königin down. Shotgun immer noch beste. Ich dachte, hier wäre noch Loot, aber... Keine Ahnung. Anscheinend liege ich falsch. Ach, ich muss nochmal. What? Wie gigantisch ist der Schacht? Oder wie kleinwüchsig bin ich? Alter, wie schnell kann der die Axt schwingen? Jetzt auf einmal kann man das doch stapeln. Was habe ich jetzt eingesammelt? Oh, das hier will ich haben. First Aid. So. Return to the elevator. Loading. Get outside. Was habe ich denn da eingesammelt? Was war das für ein Stick? Ach, das war eine Probe oder was? Das war irgendeine Probe. Die DNA-Probe von dem, die gefaselt haben. Ja, das andere ist auch deutlich, ja, Story-intensiver würde ich jetzt nicht sagen, sondern, also der zweite Teil ist auch... Merkwürdige Tür. Mir ist so in Szene gesetzt, wie gesagt, da merkt man schon... Er hat dazugelernt. Specimens are crawling all over this place. Find your way to the base power plant. From there you can restart the entire system. Once online, I can get a message to the main. Get it done, son. Out. Mhm. Du bist also hier der große Obermacker. Glaubt ihr, da kann man drauf schießen und passiert was?
was der frisst. Die Todesanimationen sind auch genial. So, was habe ich jetzt damit aktiviert? Get outside. Oh, nice. Shotgun Money. Toiletten. Mit Trinkspendervorrichtung. Kannst du pissen und gleichzeitig oben schlabbern. Das ist halt der edle Kram, ne? Oh, da liegt eine Waffe. Alter, was ist denn mit denen passiert? Zombies? Soldaten? Freunde oder Feinde? Looks like our invading friends have met our local sharp-toothed residents. Ich weiß nicht, wohin mit diesen ganzen Waffen. Oh, was habe ich das Baby hier? Das kann ich hier leider nicht wegwerfen aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin mit diesen ganzen Waffen. Die Waffe ist eigentlich auch nicht so geil. Ich glaube, ich bin drauf gepupst. So. What? Alright. Der Schrei. Ganze Bagage hier niedergeschossen. Wann kriege ich denn endlich mal hier eine Inventarerweiterung? Gibt's doch nicht. Das Spiel geizt damit ja wie blöde. Ich könnte noch mal eine Heilung eigentlich zu mir nehmen. Dann bin ich jetzt wieder voll geheilt. Hopp, hopp, hopp. Alter, so viel zum Thema Folge. Das ist meine Rüstung, okay. Hier lag doch noch ein Clip rum. So. Ach, das sind beides volle. Ich werde auf jeden Fall nicht alle Waffen mit mir rumschleppen können. So viel steht schon mal fest. Ach, die lassen... Weißt du was? Der Blaster war jetzt auch nicht so geil. Da ist eine AK dann doch irgendwie... Kann man den nicht... Nee, kann man nicht stapeln. Nur 30er. Bleibe ich doch lieber bei der hier. Ich glaube, gegen Menschen ist die ganz edel. Boah, wenn ich wieder keine Rüstung habe, werde ich hier niedergeschrotet. Jo, wir hatten das Licht ausgemacht. Na, wird noch jemand Stress? Ganz merkwürdiger Verein. Machen wir erstmal so. Heilen kann ich mich nicht. Warum geht der Synthesizer jetzt wieder los? Geiler Typ. Was war das denn? Ist das so ein Resident Evil Todeslaser? Die Axt ist ganz nützlich. Die hat auf jeden Fall Daseinsberechtigung. Ich weiß nicht, ob ich drauf schießen soll. Mein Gefühl sagt mir nein. Deswegen lassen wir es. Kacke! It's a trap!
Allosaurus! Kommt der hier rein? Boy! Also ja, der zweite Teil ist deutlich besser. Aber die Shotgun ist immer noch King. Guckt euch das an. Bam, 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 bam. In deinem Allosaurus-Gesicht. Ist übrigens mein Lieblingsdino, by the way. Wollten ja viele Leute wissen. Hashtag Allosaurus bitte jetzt in die Kommentare schreiben. Ist mein Lieblingsdino. Ich finde das einfach ein geiles Vieh. Mochte ich schon als Kind. War schon als kleines Bubbelech mein Lieblingsvieh. Boah, ist das Trash. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was ich mit der Kohle machen kann. Das ist kein Trash, Keys. Hashtag, das ist kein Trash. Wenn überhaupt bis hierhin jemand ausgehalten hat. Alright. Gobble, gobble. Wer gobbelt? Hab gerade Allosaurus erledigt. Boah, was ist das denn hier für einer? Der ist Elite mit seinem roten Fell, Haare, whatever. Der hat mir einen Biss die halbe Rüstung abgezogen. Mit einem Biss. Das ist schon sehr elitär. Äußerst elitär, was hier abgeht. Get outside. Ja, versuche ich ja, aber irgendwie... Der Fanclub hier, der lässt mich nicht los. Ich meine, ich bin ja reingestürzt, ne? There's a group of survivors not far from you. Try and find them. They've been fighting hard to stay alive. Na gut, ich nehme eins von denen hier noch mit. Eine Gruppe von Überlebenden. Alright, Freunde. Assault Rifle, was nimmt die? Hm. Was soll ich hier machen? C4 anbringen? Kann ich hier was machen? Nee. Wahrscheinlich muss ich das verbinden, ne? Hau die nochmal raus. So. Flammenwerfer hier drüben. Kacke, wie aktiviere ich es denn? Ah, mit G. Warte, kann ich die nochmal einsammeln? Los. Drück mal G. Ach du Heilige. Müssen wir fliehen? Ich glaube, wir müssen fliehen. Wo habe ich eigentlich das her? Ich kann mir gut vorstellen, dass der Flammenwerfer was kann, aber... So, wartet. Jetzt aber nichts wie raus hier, Jungs. Da kommen ja nämlich 1 Milliarde. Lift Control. Gib mich nichts an! T-Rex, gib mich nichts an! Aber ich will es mir gerne reinziehen, wie er die Jungs da drüben platt macht. Könnte der Final Boss des Spiels sein. Oh, die rennen sogar weg. Sind doch nicht so dämlich. Mm-mm-mm-mm.
die Dinger hier, kann ich die wegschmeißen? Nee. Explodierende Sachen. Einmal Inventar, wir sind nie wieder los. You go ahead. We're gonna link up with Finley. We'll be okay. Alright. Speichern wir. Fresh air smell good? I wish I was up there with you, son. Hurry and get to the power plant. We are all counting on you. Warte, Moment, ich darf einen Panzer fahren? Plötzlich Battlefield. Alter! Boah! Alright, Baby! Alright! Stopp, 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 ich will da drauf schießen, aber ich bin lieber ein bisschen zurück. Hier schaden wir noch. Infrarot. Minigun. Oh mein Gott. Was meine ich? Er gibt sich Mühe. Er versucht wenigstens was zu machen, was du nicht in jedem Spiel rauf und runter siehst, so in dem Bereich. Ist das alles Trash? Ja. Aber irgendwie hat was, ne? Er nimmt auch irgendwie alle Genres mit rein. Das ist irgendwie so ein Horror, dann Ego-Shooter. Wer hat da geschossen? Alter, was ist das? Boah, wenn wir schießen, wird nach hinten. Was jetzt der kleine Mann da vorne macht, nicht knapp oder was? Alter, das Ding hat den Panzer besser zerfetzt als die Kanone. Wow. Yikes. This way, my friend. This way. Okay, kann man leider nicht zerstören. Der Bruder hier einfach mit dem Panzer durchfährt, ne? Gegen die Russen. Alter, wie der eine Typ da rausgeflogen ist. What the heck? Der Sniper macht ja Mörder Damage. Okay, hier ist glaube ich Ende. Ich glaube, hier komme ich nicht mehr durch. Jo, hier komme ich mit dem Panzer nicht mehr durch. Was gibt's da oben?
keine Sniper. Ich hätte schwören können, die geben jetzt noch eine Sniper hier oben. Das wäre so der Moment eigentlich, ne, wo die Sniper kommen muss. Was ist das hier? Random Munition, die keiner braucht. Ah. Clever. A turret. Was zum Geier? Wow. Uff. Autsch. Das war böse. Ich gehe mir dieses winzige kleine Russengebäude, das von innen irgendwie gigantisch groß ist. Was war das? Eine Bomben-Spider-Drohne? Oder eher so wie eine Ameise, ne? Gegengift wird hier nochmal verkauft. Ah, wie gesagt, bis jetzt habe ich hier keinen Shop, nichts. Was ist das, eine Tellermine? Der Blaster wird hier nochmal versucht. Testing Jamper. Die Testkammer für was? Warning, Top Secret. Irgendeine Superwaffe ist da drin. Die wahrscheinlich dann auch wieder nichts kann, weil die Shotgun einfach 10-mal so stark ist. Oh, das sind irgendwelche Selbstmorddinger. Von der anderen Seite versperrt. Warum sind hier so viele Sprengfallen? Ich meine, es deutet doch eher so darauf hin, dass wir gleich irgendwas durch den Gang jagt, oder nicht? Ah, die Russen haben nicht so eine geile Toilette und die ist auch ganz schön verbrunzt. Deswegen sind die auch so mies drauf, weil die nicht so eine geile Toilette haben. Ich wusste, dass da was ist. Ich hab's noch nie gespielt, dieses Spiel, aber ich dachte mir so, vielleicht in der Kabinentür 6819. Welcome zur Top Secret Waffe. Ah, hier. Kann ich nie wieder weglegen. Den Mist. Selbst wenn ich es leer mache, nicht. Voll ätzend. Vier Stück, was wird das wohl sein? Mann, ich brauche eine Inventarerweiterung. Weißt du, das Spiel gibt ja relativ zügig ein und dann nie wieder eine. Entweder ich bin halt wirklich ganz, ganz doof dran vorbeigelaufen oder es gibt einfach keine. Ich muss alle geheimen Waffen finden. Was denn? Ein Energiekern. Für den Focus Beam. Okay, was für eine Ausgeburt der... Wow. Wow. Hm? Okay. Jetzt muss ich das nochmal alles machen, oder was? Oh, Freunde. Nee, wirst du nie wieder los. Nee, das kriegst du nicht mehr los. Das ist schon kotig.
6819. Testgelände. Wahrscheinlich brauche ich dafür aber die Waffen, ne? 6819. Jetzt muss ich nochmal durch dieses Labyrinth. Bam, bom. Welcome. Welcome. Ah, du musst kein Genie sein, um das Spiel durchzuspielen. Ja, bitte. Nehme ich das jetzt hier mit. Mach das Ding wieder hier hin. Das nervt nur ein bisschen. Sprengstoff. Alter, wie viel war da unten? War ja voll die Kettenreaktion. Hä, Moment. Laser Weapon. Dann hier die Laser Weapon. Moment, hier bin ich runtergekommen, oder? Ja. Ich gehe hier runter. Finde alle geheimen Waffen. So. Da. Ey, die Shotgun ist einfach King. Oh, hier draußen frisst. Utah. Jetzt nicht weiter. Wo ist die Laserwaffe? Kann's ja wohl nicht sein. Das ist hier das Rätsel der Toilette. Ah, mit dem Code. Ach, das kann man auch ins Inventory packen, das Ding. Bin ich hier, wo ich die Waffe rausgezogen habe? Geht's hier wieder hoch? Wo soll denn hier noch eine Laserweapon sein? Ich traue den Dingern einfach nicht mehr. Okay, okay. Warum haltet ihr da so viel aus? Was ist das? Am Ende war es doch wieder die Shotgun, ne? Was bist du denn? Ach, jetzt gibt's einen Shop plötzlich. Moment, jetzt habe ich Backpacks geholt und habe nicht mehr Platz? Oder kann ich das jetzt stapeln? What? Ich habe all mein Geld für Backpacks ausgegeben, weil ich gedacht habe, das erweitert mein Inventar. Und ich habe dafür nichts bekommen. What? Ach Gott, jetzt fühle ich mich richtig betrogen. Jetzt fühle ich mich richtig hardcore betrogen. Das heißt, mehr Backpack gibt es nicht. Das ist der Max. Gott sei Dank hat er im zweiten Teil auch das. Wow. Gott sei Dank hat er es im zweiten Teil deutlich besser gemacht. Ah, Moment. Es gibt mehr Backpack. Was ist das hier? Dann tot.
Den scheint's gut zu gehen, den Jungs. Alright, es gibt mehr Backpack. What the? Ah, geht's dir gut? Wouch! Ich hab einfach reingesaugt. Oh. Oh nein. Aber ich hab mehr Backpack, oder? Jetzt hab ich wenigstens noch volle Rüstung. Warte mal, aber jetzt. Der hatte ja eben gerade auch die komplette Munition in der Waffe drin. Na, wir werden es gleich rausfinden. Ich schieße nochmal mit der hier, aber ich muss da vorsichtig sein. Das Ding ist ultra heftig. Da sind auch die ganzen Sachen verschwunden. Hat nicht einer von euch Shotgun-Munition verloren? Nice. Oh mein Gott, der hat einen Flammenwerfer. Alter, was macht der für einen irren Schaden? Leck mich am Arsch. Alright, ist doch nicht so geil. Noch einer? Wow. Was das? Bitte, jetzt krieg ich kein... Was zum Geier? Ich werde jetzt krieg ich auch keine Heilung und nichts mehr. Jetzt wird das Spiel richtig geizig. Minen, oder? There you are. Can you hear me? This is the director. Listen to me very carefully. We've already lost control of the facility. There's only one thing we can do. We need to blow the facility. Overload the reactor and bring it all to the ground. Super. Sie haben sogar noch so eine Art Radius. Teste mal was. Entweder wir sind alle tot oder es ist eine feine Sache. Ist keine feine Sache. Ich komme da nicht hoch. Gut, wenn du einmal da unten bist, es macht einmal Bumm und du hast verloren. Shit. Das Springen ist so ätzend. Das werden wir wahrscheinlich noch eine Weile machen müssen, ha? Huh? So, jetzt kommt gleich wieder die Director. There you are. Can you hear me? This is the director. Listen to me very carefully. We've already lost control of the facility. There's only one thing we can do. We need to blow the facility. Overload the reactor. Bring it all to the ground. Do it. Jetzt dafür gibt's gar nichts. Dafür gibt's das hier. Und yo. Ja, so, boah, oh Gott. Wow. Wow, ist das fies. Ah, there you are. Can you hear me? This is...
Das ist richtig räudig. Das ist eine richtig räudige Stelle. Habe ich noch C4? Nein. Ich habe halt gar keine Heilung mehr. There you are. Can you hear me? This is the director. Listen to me very carefully. We've already lost control of the facility. There's only one thing we can do. We need to blow the facility. Open the door. Keine Chance. Wenn du da ein bisschen zu weit springst, fluppt der einfach rüber. Und ich weiß halt nicht, finde alle geheimen Waffen, ne? Ich muss ich die Lasergun zwingend finden? Ich kann den Director nicht mehr hören. This is the director. Listen to me very carefully. We've already lost control of the facility. There's only one thing we can do. We need to blow the facility. Overload the reactor and bring it all to the ground. Do it. Ich hab halt nichts an Heilung. Ich gehe das Ding direkt auf die 1. Oh, das Ding ist ja super stark. So, wo bin ich jetzt aber wieder? Jetzt bin ich wieder hier. Ich habe halt low health. So. Kacke. Aber ich lebe noch. Alter. Gib mir Heilung, Bruder. Gib mir Heilung. Mr. Low Health ist mein Name. Heilung. Nichts an Heilung. Tonnenweise Superwaffen. Alright. Ich hab doch die Superwaffen gefunden. Reicht das denn nicht? Ach, Heilung. Alter, habe ich jetzt Platz im Inventar? Okay, ich habe so viele Superwaffen am Start, ich weiß gar nicht, mit was ich da loslegen soll. Boah, die Sniper ist ganz schön heftig. Was ist das hier? Reicht das mal. Krass, irgendwie am Ende gibt es keine Dinos, sondern eine Hightech-Anlage von Kreis Industries. Also es ist jetzt ein völlig anderes Spiel irgendwie, ne? Was? What? Holy Macaroni. Gib mir das Laser. Oh. Guckst du blöd, ha? Huh? Noch einer von denen, aber die Lasergun ist ja eh. Alter, was kommt denn da noch alles angewackelt? Alter! Okay, die Waffen sind schon. Crazy Mother F. Die sind eigentlich ganz funny, ne? What the what? Was ist das für eine riesige Anlage? Oh, snap! Und wo ist meine...
Was? Was hat das denn für eine Trefferverzögerung? Ist es gut hier oben zu hängen? I don't know. Komm auf jeden Fall voran. So schön geheilt. Na, schön Dosis. It's Office Group. Das ist so ein Premium-Game. Mehr Premium als dieses Spiel kriegst du einfach nirgendwo. Wo ist denn der Reaktor Control Room? So ein riesen Trümmergebäude. Ich habe keine Kack-Ahnung. Reaktor Control Room. Drüben ist eine rote Tür. Das Ding da oben wahrscheinlich, ne? Dahin. Geht's nach oben? Hier gibt's auch wieder zwei Annex. Gravity Boron. Oh, Shotgun. Das nehme ich mit. Ah, Gravity Race Nuclear, okay. So, jetzt steigt das Ding in Richtung Danger. Was nun? Aber nur warten, bis das Ding hochgeht? Ich bin ein Mann des lauten Pengs und deswegen... Give it to me, Baby. Lass sprengen. Das dauert erstaunlich lang. My God, what have you done? You overloaded the core. In 5 minutes, the entire area is going to be a fireball the size of Rhode Island. Tja, scheiß auf Rhode Island, wie man so schön sagt, ne? Very good. Now make your way to the train station. I've got something special waiting for you. Wo geht's denn zur train station? Der Exit ist immer noch kein Exit. Ah, da unten ist es was? Nee. Train Station. Wo ist die Train Station? Sonst fliege ich hier nämlich gleich mit hoch. Ich habe keine Ahnung, wo die Train Station ist. Irgendwas Besonderes für mich bei der Train Station, aber ich... I don't know. Hier ist einfach gar nichts. Die ultimative Leere. Vielleicht da, wo wir hergekommen sind, ist der Train Station angesagt.
Mein Weg zurück. Orientierung ist hier nicht so gut ausgeschildert in den Spielen. Cargo. Also bis jetzt war das Spiel immer straightforward, also... Was ist das hier? Ist das ein Aufzug oder so? Nein. Kann man da irgendwas machen? Was ist das hier überhaupt? Aus wie so ein Crash-Test-Dummy. Hier ist halt das Einzige, wo so ein bisschen nach Exit aussieht, ist das Ding hier. Aber das ist Fake-Exit. Gibt's hier Duschen? Aber auch keine Train-Station. Ist das irgendwo ausgeschildert? Verdammte Train-Station. Moment, jetzt ist das Tor offen? Hä? Ich renne wie ein Depp rum und auf einmal... Geht mir nichts an. Okay, beeil dich. Der T-Rex, oder? Natürlich. Ah, der läuft auch in Zeitlupe rum. Alter, Lasergun ist King. Gott, der ist aber echt verdammt langsam. Alter, die Lasergun. Abschluss nochmal. Ah, sie zwiebelt immer noch gut. Aber es ist halt eine Lasergun. Ey, ohne die Lasergun, glaube ich, wäre das hier echt krass. Ist das der Zug? Ich nehmen soll. Alright. Ich denke mal. Was für ein abgedrehtes Game mal wieder. Eine riesige Explosion, alles richtig gemacht. B. Rang A. 1:14. Alright. Das war's. Das war der erste Teil. Ja. Ja. Halt Trash. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es unterhält trotz allem. Also es ist so... Ich wünschte, sowas gäb's mal wieder in besserer Qualität. Ich meine, es sind ein paar angekündigt. Aber bis die kommen, wenn die kommen, was weiß ich, ne? 24, 25. Ich meine, 25 wird eh niemand was releasen wollen, weil ja da eh nur GTA 6 im Fokus steht. Andere Spiele dürfen da eigentlich gar nicht existieren. Ah, so ist es halt, ne? Die Videospielbranche ist schwierig. Ist schwierig. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hashtag SlowRex. SlowRex in die Kommentare für den langsamen T-Rex. Bin gespannt, wie oft ich das lesen werde. Die, die schreiben, kriegen Herz. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.